In dem Video zeige ich euch den Stall von der lieben My Happy Animals. Aber beginnen wir mal mit dem Intro. Video beginnen wird wie immer wie jemand gegrüßt, und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt euch einfach in die Kommentare, dass ihr gegrüßt werden wollt. Jedenfalls wird die Schnupperbande gegrüßt. Liebe Grüße an dich und an deine Kaninchen. Und in dem Video zeige ich euch ja den Stall von der lieben My Happy Animal. Schaut unbedingt mal auf ihrem Kanal vorbei. Sie macht Videos über wellensittliche Zebrafinken und Kaninchen. Ihr Kanal habe ich ganz oben in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr auch in einem Video dabei sein wollt und ihr wollt, dass ich euren Stall vorstelle, dann schreibt mir eine Mail an lenatur@gmx.at. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Oder ihr könnt mir auch eine lustige, spannende oder Geschichte schicken für mein anderes Format, eure Stories. Aber jetzt will ich nicht mehr so lange reden. Jetzt beginnen wir richtig mit dem Video. Als erster wollte ich mich bei dir bedanken, dass du mir das geschickt hast. Und ja, vielen Dank. Aber bevor wir uns den Stall anschauen, genau, erzähle ich euch noch ein paar Eckdaten. In dem Stall leben 3 Kaninchen, Charlotte, Bobby und Feli. Und der Stall ist 4,75 Quadratmeter groß. Es ist recht knapp für 3 Kaninchen. Man sagt ja 2 Quadratmeter pro Tier, und das wären eigentlich, sollte man mindestens 6 Quadratmeter haben. Aber sie hat einen großen Auslauf mit 13 Quadratmetern, wo ihre Tiere immer oder meistens untertags rein dürfen, und sie meinte, sie würde ihn gern größer bauen, was ich sehr gut finde. Aber ja, hier seht ihr jedenfalls die Einrichtung, und ich finde, es ist ziemlich cool eingerichtet, also mit den Teppichen, mit diesem Tunnel, den finde ich auch richtig cool. Dann hat sie noch so 2 Hocker, ihr könnt das ja eh sehen. Mais, das mögen meine Kaninchen auch sehr gern, Mais. Wir holen auch manchmal so den Rückerutz direkt vom Feld, natürlich nicht stehen oder so, aber bei ihrem Feld ist es so, dass es nach dem Mähen und so und nach das alles abgeschnitten wurde, bleibt immer ein bisschen was liegen, und das darf man sich dann holen. Und ja, da bringe ich dann auch nochmal den Kaninchen was mit. Jedenfalls finde ich ihn richtig süß für die Kaninchen eingerichtet, auch mit seinem Kartonhaus, wie wir hier sehen können. Haben die schon ein bisschen angeknabbert. Und einfach so verschiedene Versteckmöglichkeiten, was natürlich sehr gut ist für die Kaninchen, damit sie sich auch aus dem Weg gehen können und sich verstecken können halt, weil es ja Fluchttiere sind. Und halt immer mit mehreren Ausgängen, was ich auch sehr gut finde. Dann hat sie hier noch Moos, was ich auch sehr schön finde. Meine bekommen ja auch öfters Moos, und sie lieben das einfach wirklich. Bei mir fressen die das, also die suchen sich da so Sachen raus. So ein Tunnel finde ich auch super, so einen hätte ich auch mal gerne irgendwie. Würde ich mir mal gerne, habe ich gesehen, beim Teddy gibt es da so einen. Den würde ich mir eventuell mal vielleicht holen. Und dann hat sie noch eine Buddelkiste, was ich sehr gut finde. Ich vermute mal, dass irgendwie Sand und Erde so vermischt drinnen ist. Falls das ist, das habe ich auch. Und ich finde es echt cool, dass es bei euch im Moment Gras gibt. Und ich finde es auch cool, die Idee mit denen ein Brett über so 2 Kinderstühle machen. So ein Regal, wo sie halt ihre Sachen lagert, und zu diesem Brettchen, zu diesem Intelligenzspielzeug, hat sie auch ein Video gemacht. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen auf ihrem Kanal. Also schaut unbedingt mal vorbei, sie macht richtig coole Videos. Hier sieht man auch den Stall von außen, und mich würde interessieren, wie du dir gedacht hast, dass du weiter baust und vergrößerst. Hast du vor, den Stall selbst zu vergrößern? Hast du vor, irgendwie so eine Art Freilauf dazu zu machen, der überdacht ist oder so? Und hier sehen wir dann den 13 Quadratmeter großen Auslauf mit ein paar Häuschen, Versteckmöglichkeiten, also richtig cool. Und mit so einem Rohr, so eins wollte ich mir auch letztens kaufen, aber ich wusste nicht so ganz, welchen Durchmesser ich nehmen soll. Und ich glaube, die waren alle dort, die, wo ich kaufen wollte, zu dünn. Da unten buddeln anscheinend dann der Kaninchen sehr gerne. Ich finde es cool, dass du noch so eine draußen so eine Schutzhütte hast. Und dann gibt es noch eine Luftübersicht. Ich finde das voll cool mit dieser Leiter. Je
Jedenfalls finde ich deinen Stall richtig cool und anscheinend fühlen sich deine Kaninchen da auch richtig wohl. Eben der einzige Kritikpunkt ist die Größe, das ist halt schon etwas klein für 3 Kaninchen, 4,57 Quadratmeter. Aber du meinst eh, dass du das noch ändern willst, das finde ich auch sehr cool. Und ich finde irgendwie, die Charlotte hat ein richtig schönes Fell. Und ich finde diesen Napf, aus dem die Feli gerade ist, irgendwie voll schön. Lustig finde ich auch, dass die Kaninchen da unter das Regal klettern. Meine würden das, glaube ich, gar nicht machen. Mich würde ansonsten noch interessieren, wo du eine Toilette hast oder hast du keine? Oder ist da dieses Moosding für sie die Toilette? Hier sehen wir noch ihre Kaninchen im Freilauf. Und schaut euch gerne mein letztes Video an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich löst einfach nur hier klicken. Wie findet ihr so den Stall? Ich würde mich über eure Meinung freuen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr abonniert. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss, Baba!